und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hunt Showdown. Die Hanna, die Sonja und ich, wir haben Quickplay gespielt und sind auf die neue Map geworfen worden. Ich habe leider die Sichten von Hanna und Sonja nicht, aber die Runden sind trotzdem, beziehungsweise die Runde ist trotzdem super mega spannend. Warum und weshalb müsst ihr euch unbedingt angucken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß! Kurz gemutet, damit Hanna und Sonja mich nicht hören, weil wenn ich das jetzt sage, was ich sagen will, dann weiß Sonja genau, wo ich bin. Ich habe hier immer einen Spawnfight, immer. Aber ich habe Glück. Hi. Ich bin als erstes am Ganz Klo. Liebe Hundis. Es ist schon wieder. Es ist unfassbar. Seit wann ist denn das hier so eng? GG, sorry. Hast du schon einen? Entschuldigst du dich? Ja, der tat mir leid. Du Heuchler! Wie Heuchler! Der tat mir wirklich leid. Dann soll er was anderes spielen. Oder musst du mal zurück. Ich hab ohne Witz, ich hab hier immer Spawnfight, immer. Es gab noch keinen Moment, dass ich hier gestartet bin, dass ich keinen Spawnfight hatte. Ist einfach nix. Nur Heilung. Da entschuldigst du dich, Heuchler, sagt sie. Oh. Oh, jetzt brenne ich. Naja, ich habe ja ungefähr 3000 Heilspritzen gefunden. Das ist einfach nix. Der kam an, als wollte er dein Freund sein. Genau deswegen habe ich mich entschuldigt. Der ist einfach komplett... Oh nein. Oh, das war bestimmt einfach... ein Bambi. Ja, das könnte passiert sein. Komplett blauäugig da reingerannt, obwohl der Clou geleuchtet hat. Ja, dann war es wahrscheinlich ein Bambi. Mann. Oh. Oh. Was bitte ist das denn? Nee, das war knapp. Alter Verwalter. Natürlich steht da ein Specki drauf. Erstmal Fettshaming betreiben. Frech. Ich glaube, schlank würdest du den nicht bezeichnen. Der hat den er großen Fehler gemacht, dass der um die Ecke geschlichen kam. Ach, guck mal, da aus der letzten Runde ist wer da. Echt? Glaube ich. Oh ja, Hooper Booper, das stimmt. Wir hatten eben ein bisschen Glück beim Bounty Camp. Ach, warst du der Letzte? Nee, nee, der Letzte hieß anders, aber er war der Teammate von Renfield. Ah, habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Oh, dein Teammate hat mich nicht mehr genommen. Das hat mir nur Herder verpasst. Ah. War schon blöd. Habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Und er war sehr, sehr nett.
Ich musste sehr grinsen, als er gesagt hat, Chichi, back to the lobby. Ich bin tot. Oh nein. Vom Gegner angeschossen worden, dann hat der Hund mich gefressen. Bin ins KD safe. KD KD ist hier Bums. Hey, wie kann denn der Clou leuchten, aber der andere nicht? Wie geht das denn? Das leuchtet ja mal. Trödel gerade ein bisschen. Danke, Hoppa Popa. Hoppa Popa. Sensationeller Name. Ich hab die ganze Zeit gedacht, ihr sagt Hoppa Popa. Hoppa Popa ist auch lecker. Ja. Ich bin. Ich glaube, ich weiß, wo Hanna ist. Nee, da bin ich nicht. Bin ich nicht. Möchtest du noch da hinten? Du möchtest nicht mehr. Möchtest du wieder? Nein, ich dachte, es wäre eine Afto. Es ist keine Afto. Ach Mann. Ist das belastend? Flechette. Ja, ist ja fast das gleiche. Ja. Sehr. Er hat eine Bombe mit einer Afto. Vom Weiten sah es aus wie eine Afto, genauso ja, fett. Ja, stimmt. Ich hab's gerade bei dem gesehen im Stream. Oh, ich war so glücklich kurze Zeit. War wirklich spannend. Habt ihr echt gut gemacht. Mhm. Hallo Shelly. Shelly! Shelly, ich hab ne Afto fast gefunden. Getarnt als Bomblens. Mhm. Ich krieg immer die miesesten Trades hier. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt weiß ich nicht, wie ich da hinkommen soll. Bei mir war die ganze Zeit irgendwer, aber der. Also ich konnte nicht. Weiß nicht, wo der war. Ist einfach gefangen. Was liegt denn da? Meine Leiche. Ernsthaft? Nee. Die muss hier irgendwo. Doch, ich bin hier vom Hund gefressen worden. Das ist halt links. Der Clou, den ich gesehen habe. Ja, ja. Da liege ich. In dem Grasbüschel vor dir. Links. Beim Pferd. Ach da. Tja. Hast du denn für einen Müll dabei gehabt? Ja, ich bin ja noch nicht so weit gekommen. Man nimmt keine andere Waffe. Oh. Mensch. Oh, ich kann die drei Kugeln weggeschmissen. Mhm. Ah, ich werde mit der eh nicht mehr schießen. War das gerade eine Derringer, die geschossen hat? Oder habe ich mich verhört? Nein, hat keine Quad Derringer geschossen. Hast dich verhört? Aber dann kann man die verdammt weit hören. Und mein Sound ist kacke im Moment. Also ich höre alles super, super gedämpft und weit weg. Weil ohne was zu verraten, aber ich sag, die Hanna war nicht in der Nähe. Gar nicht in der Nähe. Jetzt hast du es verraten. Oh. Ja, aber das kann ja sonst wo sein. Du warst ja im Prinzip fast. Ohne was zu verraten, aber die Hanna ist genau bei Lower Dessal gerade. Nee. Nee, ja, gut, das weiß ich ja. Oh Mann. Mama, Mama Mia. Oh Gott, hier spielt schlecht gegen schlechter. Not gegen Elend, ich sehe es gerade. Was ist denn das so langsam hier? Ist Winnie. Ich meine die. Ich glaube, der vor mir ist tot.
Nein, ich sehe ihn nicht. Scheiße. Oh, er wird angeschossen. Hanna, lebst du noch? Nein! Warst du das? Ja! Sorry! Mann, ich höre doch nichts, ey. Und dann von beiden Seiten so eine Kacke. Aber Jan war nicht der, den ich die ganze Zeit gehört habe. Nee, das Gute ist, du hast der auf mich geschossen hat, den hast du aus dem Spiel genommen. Du hast deine Schossen, gell? Ja, aber ich hatte mit dem gekämpft, also er hat nicht auf. Doch, doch, der hat mich angeschossen. Während wir schon im Kampf waren? Anscheinend, ja. Oder du hast auf einen anderen geschossen. Ja, eigentlich die ganze Zeit auf den. Also Sonja hatte ja zugeguckt. Also. Scheiße, die Zeit verrinnt. Oh, das ist einfach kacke. Sehr gut. Sie tat mir leid, ich wollte sie nehmen. Hallo! Ja, und jetzt doch nochmal nachhauen. Ja, wenn sie so aufdringlich ist. Also ich muss sagen, die gefällt mir echt gut hier. Was spiele ich denn hier eigentlich? Das Gott fehlt. Oder? Ja, die Feuerspucker. Irgendjemand schnauft von euch ins Mikrofon? Ich glaube, ich habe die noch nie gespielt. Die Feuerspucker. So oft schon zu dir gesagt. Die Scottfield mag ich nicht, die einfache. Ja, aber weil du mal sagtest, was klein ist als der Satz, was schnell schießt. Da habe ich letztens schon zu dir gesagt, die Feuerspucker. Stimmt. Nee, so einen Scheiß spiele ich nicht. Hey, das hat deine Mutter gesagt. Nee, mein Freund. Deine Mutter stinkt sogar auf Fotos. Scheiße, jetzt hier die Tür zu. Wenn ich sowas hier mache, kriege ich immer einen Headshot von irgendwoher, oh, mir erschrocken. Nein. Um es zu. Stacheldraht. Du hast so ein Schwein, ohne Scheiß. Warum? Da ist ja noch einer! Ja. Sie wurde ja von einem anderen auch noch beschossen. Ich häng fest. Alright, you win, because there's a sniper 10,000 miles away shooting at me. Was? Den Anfang nicht verstanden, irgendwas mit IU, irgendwas. 10.000 Meter ja, hat ein Sniper auf sie geschossen. Hör mal, Ruhe bitte. Ist oben oder unten? Cool. Sehr schön. Der Sniper kommt dran. Ach, ob du der Sniper bist, oder was? Ach so, nee, du gewinnst, weil ein Sniper auf sie schießt.
hat sie gesagt. Are you friends with sniper shooting at me? Ah. Ach so. Nö, war kein Freund von mir. Obwohl, vielleicht jetzt schon. Also ich hatte Stress. Also ich hatte, na, wo ging? Waren 4 Kills, glaube ich. Ich habe gesagt, du hast so ein Glück, weil du da schleichend um die Ecke kamst und nochmal kurz vorher in die Sicht gegangen bist und die du nicht erschossen hast. Ja. Ich mit ihrer quiete Stimme angehört wie ein Teletubby. Die Amis, boah, die klingen aber alle so. Ach, guck mal, alle untereinander. Das ist ja geil. Ha, wer ist denn diese Cookie? Die war ja schlecht. Ja, als er das vorher gesehen hat, Not gegen Elend, ja. Hast du Glück, hast auf jeden Fall recht gehabt, ja. Kann ich nicht bestreiten. Ja, was für eine Runde. Ein bisschen glücklich. Einmal der, ganz am Anfang, der Typ, keine Ahnung. Das Ding ist, ich habe dort immer Spawnfight, immer. Egal wann ich da unten spawne, ich habe immer Spawnfight. Das ist unfassbar krass, aber gehört halt dazu und hat mich jetzt auch nicht großartig aufgehalten tatsächlich. Ich habe eher ein bisschen getrödelt. Das Ding ist, weiß nicht, was der vorhatte. Der hat doch gehört, dass es, ich glaube, es war ein Anfänger. Ich sehe hier gerade, Team 3 waren 2 Sterne, also Match MMR 2, 3 Sterne. Es könnte ein Anfänger gewesen sein. Ich habe mir das leider nicht angeguckt. Normalerweise gucke ich immer, wer wann wo, aber da habe ich das nicht gemacht, weil es die letzte Runde war. Blöd, ärgert mich gerade ein bisschen. Auf jeden Fall tat er mir echt leid. Dann der bei der Church, das war lucky. Ich habe ihn halt, er hat einen riesen Fehler gemacht. Und zwar komm niemals um die Ecke gecrouched. Er kam da halt ganz langsam gecrouched, habe ich ihn gesehen, noch schnell auf die Pistole gewechselt und dann ein bisschen glücklich einen Headshot gegeben. Aber ja, das war doof von ihm. Ne? Also er hatte auch eine Sniper und keine Ahnung. Also beim nächsten Mal croucht er vielleicht nicht mehr um die Ecke. Ja, und dann bei Hannah war halt super, super glücklich. Das Ding ist, ich kam ja da unten hoch und dann hat er einer auf mich geschossen und noch einen Schuss und ich wäre wahrscheinlich tot gewesen, es sei denn, er hätte meinen Arm getroffen. Und dann bin ich um die Ecke gegangen und ich bin nur um die Ecke gekommen, weil Hannah ihn angeschossen hat. Und dann war ich weg und er wurde erschossen von Hannah und dann ist Hannah natürlich ran. Und ja, das Ende kennt ihr. Das tut mir ein bisschen leid für Hannah, aber ich meine, so ist Quickplay. So, und oben die wurde vom, also erstmal der den Wellspring gehalten hat, das war, weiß ich nicht, da habe ich ihn seitlich an der Treppe angeschossen, das war auch wieder so typisch, nicht genug Schaden gemacht, sehr, sehr schade, aber danach habe ich ihn ja noch gekriegt und die andere, die ist vom Sniper angeschossen worden, die hat mich wohl zur Rede gestellt, ich weiß nicht, ich glaube, die hat nur gesagt, dass sie vom Sniper angeschossen wurde und dass ich deshalb gewinne oder sowas. Keine Ahnung, ich habe es jetzt auch gar nicht wirklich verfolgt im Dings hier im Schnitt. Deswegen, ich weiß gar nicht hundertprozentig, was sie gesagt hat. Ich muss es mir gleich nochmal anhören. Ja, war doch eine sehr coole Runde für mich natürlich. Leider für Sonja und für Hannah nicht. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr mich live sehen wollt, heute Mittag habt ihr die Chance, ab 14 Uhr auf Twitch, 1049.de heiße ich dort. Würde mich sehr, sehr freuen, euch zu sehen. Wie übrigens jeden Tag von 14 bis 18 Uhr, Montag bis Sonntag. Ansonsten denkt an mein Teamspeak, das ist unten nämlich verlinkt. Das hat mir Game.de extra für euch zur Verfügung gestellt. Könnt ihr jederzeit nutzen, könnt auch Game.de gerne mal besuchen, gerade wenn ihr selber Teamspeak, Mumble, Root-Server, Game-Server, Web-Server etc. sucht, seid ihr eine Bombenadresse. Holy Energy ist unten verlinkt, eine gesunde Alternative zu Red Bull Monster. Kein Zucker, kein Scheiß, kann ich nur empfehlen. Es ist so geil und so, so lecker. Guckt es euch mal an, unten ist der Link und 2 Rabattcodes. Unser Discord ist unten verlinkt und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und wir sehen uns morgen 9:30 Uhr auf YouTube oder 14 Uhr auf Twitch live. Haut rein, tschüss!